Wir sind wieder da. Also, seid ihr wach? Kilo Bierfass, als ich mit der linken Hand drunter bin, hat es in der linken Brust so ein dezentes Ploppen. Ne? Ich habe jetzt mal drüber gucken lassen, also man merkt, dass da ein leichter Faserriss drin ist. Herzlich willkommen zu Idiom Sports, meine Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Ich habe mich gerade versprochen, weil ich einen zünftigen Burger gegessen habe. Heute befinden wir uns in Schwalmstadt, wie ihr musikalisch im Hintergrund hören könnt, auf der Deutschen Meisterschaft im Bierverstemmen. Und ich glaube, heute ist mein Rekord in Gefahr. Was glaubst du? Mehr wie 160? Wäre schön. Zufrieden wäre ich mit 150 erstmal. Ja. Weil es doch was anderes ist als im Lok. Aber ich gebe Gas und versuche unser Bestes. Es wird wieder tief gestapelt. Matthias, schlägst du den Rekord? Leicht mach ich dir nicht. Leicht macht es mir nicht. Sehr schön. Maxi, du willst heute die U105 gewinnen. So ist der Plan, richtig. Genau. Der Ayub macht sich noch warm. Der will ja auch hier einiges reißen. Die Jungs hinter euch machen sich warm. Dann geht's eigentlich rein. Dann geht's in die Menge. Er hat mir gerade gesagt, wir haben einen Einmarsch-Song für euch. Und dann gucken wir einfach, was das wird, gell? Und mit den T-Shirts gab es noch ein bisschen Stress. Muss man noch ein bisschen was nachdrucken lassen hier auf der Front. Und hier unten sind Sachen eingeblendet von Eisenbär, wunderschöne T-Shirts. Und geht in den Shop, bis 5XL, alles da. Da kriegt ihr auch euren Luxuskörper. Luxuskörper rein, zu viel Burgersoße. Also viel Spaß beim Zugucken. Also wir machen uns jetzt hier ganz zünftig warm hinter dem Kühltransporter. Wir haben einmal ein 50-Kilo-Fass, ein 85-Kilo-Fass und ein 110er. An euch. Wir blenden alle Gewichte ein. Wir fangen an mit 90 Kilo und die Athleten hier, was die 90 Kilo nicht drücken können, fliegen raus. Und die Athleten, was die 90 Kilo drücken können, kommen in die nächste Runde 100 Kilo. Das Gewicht des Fasses wird immer unten eingeblendet, damit ihr das immer sehen könnt. Habt das Ding lieb, das Video. Abonniert den Kanal, schreibt einen schönen Kommentar und. Und dann werden wir heute ein zünftiges Fest haben. Wir warten noch auf den Alexei, ist einer von den Ostboys. Wo wir hier Stein, ja, der moderiert. Nein. Doch. Ich weiß nicht, was das wird. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was das wird. Ich hoffe, es wird gut. Geh mal weg, ich mache einen Lift. Oh. Die althergebrachte Technik. Erstmal muss der Arsch wank gemacht werden. So, Maxi, bist du ready? Immer. Titel U105? 105er heute, ja. Ja, mal sehen, aktuell halte ich ja noch den Rekord im Bierfassstemmen. Wir müssen auch verteidigen. Ich werde noch heute auf jeden Fall versuchen zu verteidigen. Ich weiß, dass, wie ich es auch letztes Jahr schon gesagt habe, dass es ein paar Jungs in der 105er draußen gibt, die mich auf jeden Fall schlagen könnten. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr mal vorbeikommen, dass wir das aushandeln können. Aber heute gucken wir mal, was passiert. Also, ich bin guter Dinge. Du bist aus Ostdeutschland heute hier. Letztes Jahr nicht dabei gewesen? Nee, letztes Jahr leider nicht dabei. Krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen können. Freut mich umso mehr, dass ich heute die Chance habe, mitmachen zu können. Und ja, musst du einiges aufholen.
Ja klar, aber ich bin da, um Dennis ein bisschen zu ärgern und die anderen ein bisschen zu ärgern. Das soll ja ein bisschen Spaß machen, ein bisschen Stimmung bringen. Also Gas geben. Viel Erfolg. Danke dir. Letztes Jahr auch nicht dabei gewesen? Letztes Jahr auch nicht dabei gewesen, nee. Letztes Jahr, welche Erwartungen hast du? Da das ein spontaner Wettkampf ist, habe ich keine Ahnung, was abgehen wird, aber ich bin gut in Saft. Und ich versuche den Dennis ein bisschen zu ärgern. Aber ich sporne an, so 170 Kilo. Aber mit dem Fass ist es ein bisschen komisch. Ich gucke einfach, wie es läuft, aber ich gebe mein Bestes. Sehr geil. Wir sind wieder da. Also, seid ihr wach? Bock auf neue Rekorde? Wir haben hier ein paar große Jungs da, die haben richtig Bock drauf, Richtung 170 Kilo zu gehen, was der neue deutsche Rekord wäre im Bierfaststemmen. Und ich übergebe an den hübsch aussehenden Alexei einen fetten Applaus für unseren Moderator Alexei. So, kommen wir langsam zu den schweren Jungs, schwereren Jungs. Mit einer Körpergröße von 1,83 und einem Körpergewicht von 170 Kilo. Ayub Mohammed. So, der vorletzte, aber nicht weniger bekannte Athlet des heutigen Abends mit einer Körpergröße von 1,80 Meter und einem Körpergewicht von 1,45 Kilogramm, Matthias Winner. So, und natürlich, man kennt es, das Beste kommt meistens ja zum Schluss. Mit einer Körpergröße von 1,93 und einem Körpergewicht von auch 170 Kilo, Dennis Kohlhus. Applaus! Nicht zu vergessen, vierfacher deutscher stärkster Mann in Folge. Will denn schon jemand 90? Easy. Das war ja gar nichts. Easy. Thank you.
unbedingt was zeigen. Schaut es euch mal an. Gibt's im Shop, geht ins Hirn. Kilogramm, 1,86 groß, 140 schwer, Patrick Ihle. Ja. Wir machen ja schon heute Fehler, weil es denen zu leicht ist. Ein Applaus für Mika Schulz, komm schon, Leute!
Fokus. Der Bombenmann zu einem unserer stärksten Jungs. Nein, überhaupt. Das ist der Teil der Herausforderung für den Bundesaufwandgewicht zu Dennis Hildes. Thank you.
einfach unglaublich aus. Es gibt keine Marke, es gibt nichts zu bemängeln, es gibt nicht viel Glück und Flüssigung, als wäre es nichts. Gewichte, auch wenn es bei den zwei des Athleten aussieht, als ob es locker hochgeht, das sind Gewichte, unter denen Leute begraben werden und die nie wieder laufen können danach. Also macht gleich richtig Lärm, wenn die Leute auf die Bühne kommen, um dieses Gewicht über Kopf zu drücken. Es geht. 150 hätte ich das Jahr gar nicht gemacht. Ich hatte mich vor 3 Monaten auf der Schulter verletzt. Ich bin erst seit 3, 4, 5 Wochen wieder richtig fit. Und die gleiche Stelle hat nur ein bisschen gezwackt. Und dann, wenn die Angst ins Spiel kommt, dann bist du vernünftig und lässt es sein. Aber man ärgert sich trotzdem. Ja, hätte ich gerne gemacht. Und am Oktoberfest gekommen sind und eine super Show geliefert haben. Super Applaus, vielen Dank. Zu haben und danach gibt es die Siegerehrung. Vielen Dank. Platz Nummer 6 in der Gesamtwertung und Platz Nummer 1 unter den unter 105 Kilogramm Athleten, Maximilian Pehr. Applaus für Leute! Los!
geht's los. Mit 130 Kilogramm auf dem 5. Platz, Timo Bautz. Komm nach vorne, ein Applaus für Timo Bautz, Leute. Machen wir direkt weiter mit Platz Nummer 4, Patrick Ine. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zu der Top 3 des heutigen Abends. Die Top 3 stärksten Männer im Fastüberkopfdrücken Deutschlands. Platz Nummer 3, Matthias Wennerl mit 140 Kilogramm Überkopfdrücken. Ein Applaus für Matthias Wennerl. Das ist jetzt ungemütlich, denn es gibt keinen zweiten Platz. Heute gibt es zwei Erstplatzierten, und zwar Alm Mohammed mit 160 Kilogramm Überkopfdrücken sowie Dennis Volmus mit ebenfalls 160 Kilogramm Überkopfdrücken. Ein Applaus für die beiden, diese Leistung ist einfach nur unmenschlich. Und so sehen die zwei auch ehrlich gesagt. Geteilter erster Platz mit dem Ayub. Ein bisschen ärgerlich, weil beim 165 Kilo Bierfass, als ich mit der linken Hand drunter bin, hat es in der linken Brust so ein dezentes Ploppen. Ne? Ich habe jetzt mal drüber gucken lassen. Also man merkt, dass da ein leichter Faserriss drin ist. Und leider kein neuer deutscher Rekord. Hätte Fahrradkette, deswegen wird trainiert, geübt. Und jetzt geht's demnächst in Steinmauern im Eisenbär-Gym, gibt es den King of Stone am 14.12. Dezember, also 14. Dezember. Karten sind jetzt online auf www.eisenbär.de unter Events, unter den Reiter Events. Jetzt ist das Licht aus, müssen wir uns bewegen. Jetzt ist das Licht wieder da. Also geht, holt euch ein Ticket, das wird ein richtiges Fest. Es werden drei knackige Disziplinen und es gibt zu essen, zu trinken, alles. Es ist Indoor, es ist beheizt, es ist wunderschön. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich habe jetzt leider keinen Gast da, der das Video verabschieden kann. Deswegen sage ich Tschüss von der Deutschen Bierfass-DM. Bis zum nächsten Mal. Woo!